Der Barbar der Wurzelpflanzen. In der heutigen Episode von Back to the Roots möchte ich euch zeigen, wie ich aus Rhabarber einen Sud mache. Also bleibt dran. Passend kommen jetzt meine Freundin, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Back to the Roots. Heute mal ohne Hund, aber ich denke mal, das ist mal kein Problem. Und wie gesagt, in der Einleitung habe ich es ja bereits erwähnt, dass ich heute euch zeigen möchte, wie ich aus Rhabarberblättern einen Sud herstelle. Für gewöhnlich benutzen die Leute halt nur die Stängel, weil die halt jetzt süßer sind und momentan ist halt bis zum 24. Juni, da ist der Johannistag, da ist halt noch die Saison für Rhabarber und da erntet man ihn halt genauso wie bei Spargel, weil es halt so ist, dass ab dort die Pflanze eine Regenerationsphase braucht und der Oxalsäuregehalt wie beim Spargel dann zu stark ansteigt und deswegen dann die Ernte ab dort beendet wird. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, auf den Rhabarber allgemein, möchte ich nochmal so sagen, dass ich halt die Blätter nicht von meinem Rhabarber habe, weil der noch ziemlich jung ist. Also der ist gerade mal 2 Jahre alt und man sollte ihn erst ab dem 3. Jahr ernten. Der ist halt eine mehrjährige Pflanze, der Rhabarber, und kann halt bis zu 7 Jahre an einem Standort verweilen. Die Blätter habe ich von einem Kollegen bekommen, der auch regelmäßig beim regionalen Urproduzenten auch mithilft, wo ich halt mithilfe, und der hat die Blätter heute in der Früh mitgebracht und wollte ich sie halt gleich mal verwenden. Allgemein kann man sagen, dass der Rhabarber zum Knöterichgewächs gehört und im Lateinischen heißt der auch Rheumbarbarium oder Rheumbarbarium, heißt halt Gemüsestaude oder zu Deutsch Rhabarberwurzel, und der Rhabarber mag halt einen sonnigen oder halbschattigen Ort. Also meiner steht an der Südseite und hat einen sonnigen Standort, und ja, das ist auch so, dass der Rhabarber ein Starkzehrer ist und auch hier humösen Boden, mulchartigen Boden halt liebt. Also er braucht halt viele Nährstoffe, das ist halt auch wichtig, dass man vielleicht hier auch ab und zu mal im Herbst zum Beispiel Kompost beigibt oder wenn die Saison zu Ende ist, damit er sich einfach besser regenerieren kann. Wie gesagt, man kann auch Brennnesseljauche dazu geben. Das habe ich auch gemacht in einem anderen Video, wie ich die hergestellt habe. Und die kann man ja auch als Dünger verwenden, damit halt die Pflanze besser wächst. Genau, und in der Wachstumsphase ist es auch so, dass die Pflanze auch gut bewässert werden sollte, damit sie halt auch gut gedeihen kann, weil sonst werden halt die Blätter gelb und welk, und das tut halt der Pflanze eigentlich nicht gut. Also vor allem in den Anfangsjahren ist es halt sehr wichtig, damit sie halt sehr gut wächst. Genau. Und im Oktober werden halt die Blätter gelb. Da ist aber kein Problem, weil sich dann die Pflanze einfach einstellt für den Winter, wie bei den Bäumen. Da werden dann für die Blätter gelb und da braucht ihr eigentlich keine Befürchtungen haben. Zudem ist halt die Rhabarberpflanze sehr robust, also für gewöhnlich meiden Schnecken und andere Schädlinge den Rhabarber, und wenn mal Schnecken dran sind, dann ist es eigentlich nicht schlimm, weil die Blätter, wie ihr sehen könnt, sind relativ groß, und wenn da mal Schnecken drauf kommen oder Wühlmäuse oder etc., das macht der Pflanze eigentlich für gewöhnlich nichts aus. Was man nach den 7 Jahren machen sollte, ist halt die Pflanze an einen anderen Standort bringen, oder man kann sie auch umkultivieren sozusagen. Das ist eigentlich relativ einfach. Das nimmt einfach einen Spaten, kriegt ein bisschen mit von dem Wurzelballen raus. Ein paar Blätter sollten auch dran sein, mit Erde, einfach so einen kleinen Haufen, wo ein Blatt drauf ist mit Wurzeln, und steckt ihn einfach an einen anderen Standort, und so kann man halt zum Beispiel aus einer großen Rhabarberstaude dann wieder viele kleinere machen. So tut man die normalerweise vermehren bzw. auch umsetzen, seinem Nachbarn geben, wie auch immer. Das macht man eigentlich für gewöhnlich. Genau, und
Man sollte auch, wenn man die Rhabarber erntet, die Blätter mit der Hand rausreißen, also am besten so drehen, nicht schneiden. Das tut der Pflanze auch gut. Ja, dann möchte ich einfach zur allgemeinen Herstellung von dem Sud kommen, beziehungsweise die Verwendung. Also wie gesagt, der Rhabarber hat halt hier, ist halt ein Starkzehrer, hat halt hier Gerbstoffe und Oxalsäure, und das ist halt gut zum Beispiel gegen Blattläuse, der Sud, den ich dann jetzt aufsetzen werde, und auch gegen Krautfäule, weil der Tomaten soll ja auch helfen. Deswegen möchte ich ihn halt auch ansetzen, beziehungsweise vielleicht beugt er auch hier ein bisschen voller, möchte ich meine eigenen Erfahrungen machen, weil ich halt jetzt sehr viele Tomaten habe und ich möchte einfach nicht, dass die Kraut- oder Braunfäule bekommen. Ich möchte einfach so eine Vorbeuge machen. Und zur Herstellung allgemein, man tut halt diese Blätter kleinschneiden, die verwende ich dann hier, tue ich sie dann in diesen Topf rein, tue ich dann später abdecken, so circa 500 Gramm, und das ist halt der Grund, meine Pflanze ist halt noch nicht so groß genug und man sollte halt den Rhabarber nicht, ja, einfach abernten, dass er keine Blätter hatte, weil dann stirbt er ab, und meine ist halt nicht groß genug, hat nicht 500 Gramm Blätter gehabt, die habe ich jetzt. Und die werde ich jetzt klein schneiden lassen, für 24 Stunden in diesem Topf in Wasser ziehen lassen und dann am nächsten Tag, nach diesen 25 Stunden, diese im Wasser aufwärmen und dann, ja, also sozusagen kochen lassen, ziehen lassen, und dann kann ich schon mal so als Prävention meinen Tomaten, vielleicht auch bei meinen Zucchinis, weil die auch ein paar Läuse haben, einfach mal drauf sprühen. Gut, dann werde ich mich an die Arbeit machen und die Blätter kleinschneiden, und wir sehen uns dann, wenn ich die Blätter klein geschnitten habe. Okay, alles klein geschnitten, und jetzt würde ich einfach alles mit Wasser gießen, bis der Topf voll ist. Genau. Bisschen runterdrücken. Genau, jetzt suche ich mir einfach noch einen Topf, wo ich das abdecken werde, und dann lasse ich das jetzt für 24 Stunden ziehen. Ich habe jetzt 24 Stunden gewartet. So schaut ungefähr der Sud jetzt aus. Vom Rhabarber hat auch den klassischen süßen Rhabarbergeruch. Hat mich sehr gefreut, wo ich es umgefüllt habe. Ich tue jetzt den Topf aufkochen lassen und danach für 15 Minuten ziehen lassen. Das ist der fertige Sud von dem Rhabarber, und den werde ich jetzt, ja, den kann man jetzt verwenden, wie gesagt, für die Tomaten, gegen Blattläuse und Krautfäule, und ja, es ist einfach so ein kleines Anleitungsvideo sein, wie man seinen eigenen Sud aus Rhabarber herstellt. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre, und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin. Ciao.